es gibt das Video zum Thema Data Grid und Kontextmenü und da kam die Frage, wieso ist das Kontextmenü auch hier zu sehen, obwohl ich ja gar nichts selektiert habe und dass es hier gar nicht aufgeht. Und das Problem wollen wir uns in diesem Video widmen und wie wir es lösen können. Außerdem, wie kommen wir zum selektierten Item auch außerhalb des Commands, wenn wir das irgendwo anders brauchen. Dann starten wir gleich los. Das erste Mal, was wir lösen wollen, ist, wie kommen wir eigentlich zum selektierten Item außerhalb dieses Command-Parameters. Ja? Ich gehe mal davon aus, ihr habt das Video gesehen und habt den Code bei euch oder vor euch. Und hier haben wir das Kontextmenü in den Command-Parameter, wollen wir eben das Selected Item entsprechend löschen. Wie kommen wir zum Select Item ohnehin? Ja? Wir können hier sagen, wir zeigen ja Personenobjekte an und wir können hier sagen, wir machen ein Person Selected Person. Und mache jetzt eine Eigenschaft, public person, selected person. Ja, im Getter geben wir einfach das Objekt zurück und im Setter die klassische Implementierung if this.selectedPerson ungleich value, dann sagen wir this selected person ist gleich value und dann sagen wir this race property changed. Ja, das race property changed haben wir ja durch diese Notifiable Base Object erhalten, das sind so die MVVM Basics. Hier wird nichts anderes gemacht mit F12 rein. Dieses Property Changed Event aufgerufen. Gut, jetzt müssen wir das natürlich auch noch binden hier. Ja? Wir haben das Data Grid hier und jetzt können wir hier sagen: weg, Selected Item ja, ist gleich Binding Selected Person. So, jetzt haben wir hier auch das Binding und jedes Mal, wenn ein anderes Element selektiert wird, wird diese Variable, diese Eigenschaft aktualisiert. Ja. Gut, jetzt wollen wir noch natürlich auch sagen, okay, wir zeigen das Kontextmenü nur an, wenn auch etwas selektiert wird. Ja, das Kontextmenü hat auch etwas, und zwar eine Visibility, wie alle WPF-Controls. Und da können wir was binden auf diese Visibility. Wir können sagen, is item selected. Ja, also gibt es ein selektiertes Item. Und Achtung, dieses Visibility, das hört sich schon nach Bool an. Ja, wir haben hier, Visibility hat ja in WPF folgende möglichen Werte, das ist ein Enum, Collapsed, Hidden und Visible. Ja, wir haben aber hier so ein IsItemSelected, eher ein Bool, das heißt, was wir als erstes brauchen, haben wir auch schon in anderen Videos schon. Wir brauchen hier mal einen Boolean to Visibility Converter und der bekommt einen Key, der heißt Bool to Vis, Bool to Visibility. So, und jetzt verwenden wir diesen Converter hier. Ja, dieser tut dieses True oder False auf das entsprechende Visible oder Hidden konvertieren. Ja. Das ist eine Static Resource, wir haben es ja hier in den Window Resources definiert. Also ein Static Resource Bool to Vis, ja, den Key, den wir gerne hätten. Diesen Konverter nehmen wir jetzt. So, jetzt fehlt uns natürlich diese Eigenschaft noch. Ja, die ist leicht gemacht. Public Bool is item selected. This selected person und gleich null. So, wenn sich das selektierte Item ändert, dann muss sich natürlich auch diese Eigenschaft vom WPF neu evaluiert werden. Also machen wir hier noch this race property change und zwar von diesem Property is item selected. So, dann starten wir mal kurz an und die Applikation kommt. Ich kann hier was markieren, natürlich. Ich kann hier sagen, rechte Maustaste, remove me, ist da. Mach mal weg. Ich kann hier sagen, rechte Maustaste, klicken wie ich will, es kommt nichts mehr.